Hallo und willkommen zu RimWorld. Royalty is no privilege. Ich bin Prinz Feuer und unsere kleine Kolonie wächst und gedeiht. Gerade haben sie noch friedlich geschlafen. Ich bin wieder einmal überrascht, wie wenig Dinge unser Geschichtenerzähler auf uns wirft. Und meine Kolonisten hungern. Was heißt, wir sollten definitiv jagen gehen. Optimalerweise jagen wir diese Raubtiere hier. Warum? Weil sie irgendwann, wenn alles knapp wird, unsere Tiere und unsere Kolonisten angreifen. Ihr seht, wie viel so ein Grizzlybär aushält. Es ist ziemlich absurd. Aber er gibt auch ziemlich viel Fleisch. Also, man muss sagen, es hat seine Vorteile. Und Corey, bitte, bitte isst. Ich muss euch einschränken. Bitte esst kein rohes Fleisch, verdammt. Ernährungsplan, simple. Bitte esst kein rohes Essen. Danke. So. Besser. Ich hoffe, wir bringen diesen Strom bald zur Küche, damit. Oh je, der Grizzlybär rächt sich. Bowman, bitte erschieß ihn, bevor er zu dir kommt. Das wäre praktisch. Komm schon, noch ein guter Schuss. Sehr gut. Und du gehst und lässt ihn einfach verbluten. Entschuldige, aber ich glaube, laut Genfer Konvention ist das nicht erlaubt. Bitte bring diesen Grizzlybär um. Nein, nicht retten. Das heißt, ihn nicht retten, verdammt. Töten. Bitte töte ihn. Er liegt da und schreit um Hilfe. Das. Wirklich, dein Nahkampfskill ist nicht hoch genug, dass du ihn einfach töten kannst. Darum musst du ihn tot prügeln. Na gut. Trag mal den Grizzlybär ins Lager. Danke. So. Was wir hier dazwischen noch einbauen können, ist tatsächlich ein kleiner Schlachtraum. Das könnten wir auch im Kühlschrank machen. Die meisten Leute machen das. Einfach ihre Schlachtbank in den Kühlschrank zu platzieren. Aber das gibt ein Malus auf die Arbeitsgeschwindigkeit, nachdem es kalt ist. Und ich mag das nicht. Nein, nein, nein. Mag ich nicht. Na gut, unsere Küche sieht ziemlich fertig aus, bis auf das, dass wir keinen Boden haben. Vielleicht sollten wir zumindest in der Küche noch einen Boden einbauen, aus Hygienegründen. Nicht, dass der Gesundheitsinspektor kommt und. Ich habe diese Tür wieder nicht mittig platziert, oder? Es ist. Wirklich. Manchmal frage ich mich, ob ich dumm bin. Aber nur manchmal. So. Zum Glück nicht oft genug, dass ich mich als dumm bezeichnen würde. Aber in solchen Momenten hinterfrage ich meine Klugheit. Und es hat noch immer niemand. Ich glaube, wir brauchen keine Feldfrüchte mehr sehen. Es hat bereits minus 15 Grad im Freien und ich glaube nicht, dass hier viel wachsen wird. Vorteil ist, wir können momentan eigentlich schon unseren Kühlschrank befüllen. Was brauche ich? Genau, Zone, Lagerzone. Wir können schon unseren Kühlschrank befüllen.
da es bereits kalt genug ist. Die Dinge werden schon gefrieren. Und das ist ziemlich praktisch. Nein, das wollte ich nicht. Erweitern wir diese Zone hier. Hier lassen wir einen kleinen Durchgang vielleicht. Also hier werden wir definitiv mit bevorzugter Priorität unsere Mahlzeiten platzieren. Und ich werde angerufen. Einen Moment. Und da bin ich wieder. Ich könnte das einfach rausschneiden, aber es wäre halb so lustig. Ich werde in letzter Zeit ständig von irgendwelchen Tradern angerufen. Ich weiß nicht, wo ich meine Telefonnummer hinterlassen habe, dass ich das verdient habe. Aber so, ihr wisst schon, diese Trading-Apps, die man am Handy installieren kann, die machen irgendwas damit und keine Ahnung, warum. Also hier soll rohes Essen hin, bevorzugt, genauso wie hier. Wir machen das ein bisschen höher, also sie sollen eher hier das rohe Essen platzieren. Wenn dort kein Platz mehr ist, dann hier. Und hier werden auch unsere Tierleichen hingebracht. Außer Insektenleichen. Niemand isst gern Insektenfleisch. Wach. So. Haben wir inzwischen genug Stahl für alles? Ich glaube nicht. Oder doch? Wie sieht's mit unserer Kühlung aus? Kann das wer fertig bauen, bitte? Wer ist unser bester Baumeister? Bauen? Wie heißt denn das? Bauen. Da. Cory. Bitte bau die Kühlung. Ich meine, wir brauchen sie jetzt nicht dringend, aber. So, dann setzen wir das auf minus 9 Grad und dann wäre es richtig toll, wenn wir Strom hätten. Strom? Bitte? Ich will das nicht einzeln anklicken. Es gibt sehr, sehr praktische Mods dafür, dann wird alles in der Umgebung auch gleich erledigt. Ich werde das definitiv installieren, aber das ist immer noch mein Vanilla-Playthrough. Und ich lasse ihn Vanilla, so sehr ich auch gewisse Mods vermisse. Bleiben wir einfach bei der Basisspiel-Erfahrung. Basegame Experience. Ich habe das Englische immer noch so drin, es fällt mir richtig schwer, nicht ständig irgendwelche englischen Begriffe reinzuwerfen. So schwer das für mich auch am Anfang war, als ich Englisch begonnen habe. Naja. Alles Gewohnheit, sage ich nur, alles Gewohnheit. So, dieser Kühlraum bekommt ein Dach, das ist gut. Es wäre gut, wenn die Kühlung Strom bekäme. Mein lieber Strom wäre, ja, fabulös. Noch immer kein Strom? Ihr habt das noch. Wirklich, uns fehlt genau der Stahl für das einzige Verbindungsstück, das wir noch brauchen. Bitte bau diesen Stahl hier noch ab. Ach, wer will denn schon wieder zusammenbrechen? Bowman? Okay. Bowman, warum? Okay, du hast Sensormechaniten, ja. Das weiß ich. Die sind nicht angenehm. Aber sie machen dich besser.
Gestörter Schlaf, ohne Tisch gegessen. Gut, das haben wir erledigt. Unansehnliche Umgebung. Ich hoffe, das erledigen wir jetzt. Krank? Ja, niemand will krank sein. Oh ja, wir könnten euch hier wieder Wände einbauen. Dann stört ihr euch nicht mehr gegenseitig im Schlaf. Allein das ist schon praktisch. Warum ist da Holz? Habe ich irgendwem erlaubt, hier Holz reinzubringen? Ach, das sind die Bäume, die sie gefällt haben. Okay. Verstehe. Genau, dieses. Es heißt lustigerweise. Wahrscheinlich, weil ich es gerade erst geändert habe, immer noch Ancient Danger. Ich glaube, im Deutschen ist das der uralte Tempel oder so irgendwas. Da drin warten üblicherweise irgendwelche Mechaniten oder es sind irgendwelche Kryokapseln drin mit Leuten, die einen angreifen, sobald man sie öffnet. Nichts, was man im Anfangsstadium seiner Kolonie tun sollte. Wir haben eine Besucherin. Hast du irgendwas dabei, das wir haben wollen, außer dem Silber? Du wärst nett zum Rekrutieren. Aber wir haben kein Gefängnis oder ähnliches, also ich werde davon absehen, dich jetzt gefangen zu setzen. So, wer ist unser Sozialspezialist? Niemand. Jeder hat Sozial 1. handle mal mit ihr, bitte. So. Handeln. Was hast du denn, was wir haben wollen würden? Ein Zylinder aus Kamelhaut. Vielleicht nicht unbedingt. Und Kräutermedizin. Da würde ich. Ja, wobei. Wir haben kein Geld. Ich meine, wir können ja die Axt verkaufen. Und das Messer. Ist nicht viel wert, aber. Und ja, ich weiß, die Giftzähne sind viel wert, aber ich will sie benutzen. Kann ja nicht sein. So, wir haben hier drin kein Licht, kein Strom, rein gar nichts. Also lasst uns eine wunderbare Stehlampe hier hinstellen. Ich hasse diese Stehlampen übrigens. Sie sehen richtig hässlich aus. Aber im Grundspiel gibt es keine Alternative zu diesen hässlichen Stehlampen. Es gibt einige sehr coole Mods, unter anderem eine, wo man Kronleuchter platzieren kann, die man auch über anderen Dingen platzieren kann. Und das sieht zwar manchmal etwas seltsam aus, wenn hier diese Kreise überall über den Dingen schweben, aber es sieht deutlich besser aus als diese Stehlampen. Wie ihr seht, eine wunderbare Stehlampe, die richtig was hermacht. So richtig wunderschön. Und was wir auch tun werden, ist mal hier alles, nein, nein, nicht das Ancient Danger. Bitte nicht die Wände entfernen. Aber von allem anderen können wir die Wände entfernen. Und den Boden. Das gibt uns Stein, mit dem wir arbeiten können. So, ich glaube, wir haben Strom für eine Weile. Nicht nachts, aber zumindest tagsüber. Und Bowman bekommt einen Wutanfall und prügelt. Oh Gott. Bowman. Du Vollidiot.
Danke, Bowman, wir haben nun keine Komponenten mehr. Er hat die Komponenten kaputt geprügelt. Verdammte Scheiße. Das ist RimWorld, meine Damen und Herren. Ein Kolonist bekommt einen Wutanfall und macht das einzig Wertvolle in unserem Lager kaputt. Ich meine, zumindest haben wir noch unsere Giftzähne. Man muss es positiv sehen. Wie sieht es eigentlich mit unserer Forschung aus? Wir erforschen Batterien, aber wir haben keinen Forschungstisch. Das werden wir vorerst ändern, also unseren Labortisch einfach mal hier platzieren. Und dann werden wir zusehen, dass wir Batterien bekommen, denn nachdem wir nachts keine Solarenergie bekommen und wenn kein Wind geht, keine Windenergie, wäre es gut, wenn wir die Energie speichern würden. Zumindest für die Nacht. Hier drin hat es minus 11 Grad. Wir werden hier mit Fackeln Licht machen. Vielleicht hätte ich das auch da tun sollen. Wir können aktuell keine Heizungen bauen, weil wir keine Komponenten haben. Aber das war's auch schon für diese Folge. Bowman ist unser... Er hat uns schon so viele Probleme bereitet. Ich liebe es, dass er noch immer lebt. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, klickt auf diesen Abonnieren-Button unten und vergesst nicht die Glocke, damit ihr informiert werdet, wenn ich ein neues Video hochlade. Und wenn ihr mir irgendwas zu sagen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich lese es und antworte euch. Und ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, live the game!